Warum kann ich im Schlaf so gut Deutsch? Ich will nicht aufwachen. Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Maria, ich bin Deutschlehrerin und dein Sprachcoach. Jeden Tag bekomme ich unzählige Fragen von Deutschlernern aus der ganzen Welt. Viele wollen wissen, wie viel Zeit man braucht, bis man endlich Deutsch gelernt hat. Oder woran man merkt, dass man die deutsche Sprache richtig gut beherrscht. Gute Frage. Extra dafür habe ich meinen eigenen Lernweg und den von meinen Freunden und Schülern analysiert. Und dann bin ich zum Entschluss gekommen, dass es drei Merkmale gibt. An ihnen kannst du erkennen, dass du die deutsche Sprache komplett verinnerlicht hast. Genau davon spreche ich in diesem Video. Wenn du mindestens eins dieser Merkmale bei dir selbst finden kannst, dann kannst du vermutlich schon richtig gut Deutsch. Welche sind es aber? Schau dir das Video unbedingt bis zum Ende an, dann weißt du mehr. Na dann, lass uns beginnen. Los geht's! Und übrigens, wenn du noch nicht weißt, wie dein aktuelles Sprachniveau ist, dann mach am besten zuerst meinen kostenlosen Einstufungstest. Dieser Test hat einen starken Fokus auf Grammatik. Er zeigt dir also, ob du eventuell Grammatiklücken hast. Und solche Lücken sollte man rechtzeitig schließen. Also mach bitte den Test und schreib mir dein Ergebnis in die Kommentare. Und wenn du keine weiteren Videos auf diesem Kanal verpassen möchtest, dann klicke jetzt auf Abonnieren und gib diesem Video jetzt schon mal einen Daumen nach oben. Dankeschön, ab jetzt wirst du die deutsche Sprache noch mehr lieben. Schau mal, wie sehr ich Deutsch liebe. Ich habe sogar eine Maniküre mit meinem Logo machen lassen. Schwarz, Rot, Gold, so wie es sich gehört. Dann fangen wir gleich mit dem ersten Merkmal an. Du übersetzt die Wörter nicht mehr in deine Muttersprache. Was heißt das eigentlich? Darf man nicht mehr mit dem Wörterbuch arbeiten? Doch, natürlich. Das kann ich dir nicht verbieten. Aber ich sage das jedes Mal. Spätestens ab dem B1-Niveau solltest du deutsche Wörterbücher nehmen. Das hat viele Vorteile. Dein Wortschatz ist in der Regel schon breit genug, um auch Erklärungen auf Deutsch zu verstehen. Dadurch lernst du nämlich viele neue Wörter, viele Synonyme und erweiterst außerdem deinen Wortschatz. Falls du ein Wort gar nicht verstehst, dann kannst du es natürlich auch in einem Wörterbuch in deiner Muttersprache nachschlagen. Wenn es nur ab und zu vorkommt, dann werde ich auch nicht schimpfen. Versprochen. Übersetzungen von Phrasen und ganzen Sätzen sind mit Vorsicht zu genießen. Hier läuft man Gefahr, Satzstrukturen aus der Muttersprache zu kopieren und aufs Deutsche zu übertragen. Wenn ich eine E-Mail bekomme, die zuerst in der Muttersprache geschrieben wurde und dann einfach Satz für Satz in die deutsche Sprache übersetzt wurde, merke ich das sofort. Das klingt leider nicht natürlich. Wenn du also ungefähr auf dem B1-Niveau bist, dann versuche bitte ab heute nur deutsch-deutsche Wörterbücher zu benutzen. Damit tust du dir selbst einen großen Gefallen. Übrigens, jemandem einen Gefallen tun bedeutet, dass man ohne Gegenleistung etwas Gutes für eine andere Person tut. Man kann natürlich auch für sich selbst einen Gefallen tun. Und falls du gerade festgestellt hast, dass du die Strukturen aus der Muttersprache gar nicht im Kopf übersetzt, sondern direkt Sätze auf Deutsch bildest, dann kannst du richtig gut Deutsch. Klopf dir jetzt also gerne mal selbst auf die Schulter. Versuchst du noch Sätze im Kopf zu übersetzen oder klappt es schon ohne? Schreib mir einen Kommentar. Ich will es wissen. Und wenn du das Gefühl hast, dass dir immer noch sehr viele Wörter fehlen und dass du nicht alle Grammatikthemen beherrschst, dann komm in meinen Deutschkurs. Dort kannst du sehr intensiv Grammatik lernen, endlich alles verstehen und schöne, korrekte Sätze bilden, ohne sie vorher übersetzen zu müssen. Mit meinem A2-Kurs kannst du die ganzen Grundlagen lernen oder auffrischen. Im B1-Kurs lernst du wichtige Wörter und komplexere Grammatikthemen. Mein B2-Kurs wird dir dabei helfen,
tollen Wortschatz für deine Karriere in Deutschland aufzubauen und auch schwierige Grammatikthemen zu verstehen. Und der C1-Kurs ist bereits in Erstellung. Trage dich gern auf die Warteliste ein, dann wirst du informiert, sobald der C1-Kurs fertig ist. Alle Links zu den Kursen findest du übrigens unten in der Beschreibung. Melde dich an und werde zu einem Grammatikhelden und einem Wortschatzprofi. Hier kommt das nächste Merkmal, Merkmal Nummer 2. Du denkst auf Deutsch. Klicke jetzt kurz auf Pause und schreib mir in die Kommentare, in welcher Sprache du gerade denkst. Pause! Habe ich dich gerade erwischt? Hast du in deiner Muttersprache gedacht oder doch auf Deutsch? Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn du dich dabei ertappt hast, in deiner Muttersprache zu denken. Es ist ja schließlich deine vertrauteste Sprache. Generell ist es ein langer Prozess, aber irgendwann kommt der Zeitpunkt und du merkst gar nicht, wenn du angefangen hast, auf Deutsch zu denken. Vorausgesetzt, du beschäftigst dich weiterhin intensiv mit der Sprache und schaust dir meine Videos an. Ich denke schon seit langer Zeit auf Deutsch. Klar denke ich auch manchmal in meiner Muttersprache, aber ich würde sagen, dass bei mir das Deutsche überwiegt. Das ist ja auch meine größte Leidenschaft. Sicher ist es einfacher, wenn man von der deutschen Sprache quasi umgeben ist. Lebt man im Ausland, ist es deutlich schwieriger, aber machbar. Das liegt in deiner Hand. Sag mal, in welcher Sprache ist dein Handy eingestellt? In welcher Sprache erstellst du deine To-Do-Listen? Und in welcher Sprache schreibst du deine Einkaufszettel? Auf den ersten Blick sind es Kleinigkeiten. Aber auch solche Kleinigkeiten können vieles bewirken. Wenn du gerade festgestellt hast, dass du tatsächlich schon auf Deutsch denkst, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als dir zu gratulieren. Du hast es geschafft. Du kannst schon richtig gut Deutsch. Klasse. Aber eine Sache würde mich trotzdem interessieren. In welcher Sprache hast du bisher immer deine Einkaufszettel geschrieben? Merkmal Nummer 3. Du träumst auf Deutsch. Dieses Phänomen wurde bisher nicht geklärt. Aber ja, irgendwann fängt man an, auf Deutsch zu träumen. Wann das passiert, ist sehr individuell. Aber eins ist klar, um in einer Fremdsprache träumen zu können, muss man die Sprache fließend beherrschen. Dabei ist auch viel Kontakt zu der deutschen Sprache erforderlich. Und zwar so viel, dass sie einen sogar im Schlaf verfolgt. Das war ein interessanter Satz. Lass mich dir etwas Neues beibringen. Vielleicht wusstest du das noch nicht. Das Wort einen in meinem vorherigen Satz ist kein Artikel. Das ist ein Pronomen. Aber welches Pronomen? Jetzt wirst du vermutlich überrascht sein. Das ist das Pronomen Mann im Akkusativ. Ja, auch das Indefinitpronomen Mann wird dekliniert. Nominativ Mann. Akkusativ einen. Dativ einem. War das neu für dich? Wenn ja, dann schreib mir bitte: Danke, Maria, ich habe etwas von dir gelernt. Und dann freue ich mich auch. Vielleicht träumst du heute sogar davon. Und jetzt mal Spaß beiseite. Nur wer sich intensiv mit der Sprache beschäftigt, erreicht ein gutes Sprachniveau. Und das ist auch nicht genug. Man sollte trotzdem im Laufe seines Lebens weiterhin an seinen Deutschkenntnissen arbeiten. Träumst du eigentlich schon auf Deutsch? Dann bist du ein wahrer Profi. Klappt das noch nicht, aber du möchtest unbedingt irgendwann auf Deutsch träumen, zumindest einmal. Dann folge meinen Tipps und melde dich gerne zu meinen Deutschkursen an. Dann kommst du deinem Traum von einem Traum auf Deutsch deutlich näher. Dann war's das für heute. Ich hoffe sehr, dass dir dieses Video gefallen und geholfen hat. Hast du vielleicht etwas Neues in diesem Video gelernt? Super! Ich freue mich riesig, dass dieses Video hilfreich war. Und wie gesagt, wenn du immer noch nicht weißt, wie dein aktuelles Sprachniveau ist, dann mach am besten meinen kostenlosen Einstufungstest. Den Link dazu findest du direkt unter diesem Video. Möchtest du irgendein bestimmtes Video hier auf meinem Kanal sehen? Dann schreib mir bitte einen Kommentar und ich helfe dir gern weiter. Und wir zwei sehen uns sowieso schon bald wieder in meinem neuen Video. Mach's gut, pass auf dich auf und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
gehe jetzt schlafen und träumen.